Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Sky Factory 4. Ja, für euch so zur Info, ich habe jetzt ein paar Planänderungen. Deswegen gibt es aktuell die Woche nur noch 4 Videos anstatt 6 Videos. Das hat den ganz einfachen Grund dahinter, dass ich in Zukunft ein paar andere Projekte noch plane, die halt nicht regelmäßig kommen und halt ein bisschen Zeit brauche, auch die zu machen und dann halt auch Slots brauche, wo ich die hochladen kann. Deswegen werden halt nur noch 4 Videos hochgeladen, dafür ein bisschen länger halten, nicht unbedingt immer so von mir geguckt, dass 15 Minuten sind, vielleicht eher so 20 bis 30 Minuten. Ist auch für mich besser, weil dann schaffe ich irgendwie mehr in einer Folge und werde ich dann von mir selber unterbrochen. Ich habe auch in der Zwischenzeit schon einiges gemacht, deswegen räumen wir gerade mal das Teil hier hin. Denn ich habe hier drin ein bisschen Tough Alloy. Oder ja, Tough Alloy hier. Und das soll ich jetzt mal hier auffüllen. Schauen wir mal. Aber da passt ja doch ordentlich rein. Außerdem habe ich hier weiter sortiert. Ihr seht schon, es ist ein bisschen leerer wieder. Es sind teilweise leere Kisten auch dabei, wenn wir so sehen. Ich muss immer noch sortieren. Ein bisschen kriegen, dass wir Platz haben. Also ihr seht schon, ein paar muss ich immer noch eigentlich schieben, weil da sind Sachen drin, die ich eigentlich schon hier auch drüben drin habe. Aber es entwickelt sich. Außerdem habe ich jetzt hier einen Electrolytic Separator drin. Der tut mir gerade Gras machen, damit ich in dem PRC-Gerät dann für die verschiedenen Pflanzen Sachen machen kann. Habe ich hier auch noch was drin, was arbeitet? Nee, ne? Ich muss gerade selber überlegen, was hier abgeht. Nee, das ist die Enrichment Chamber. Dann habe ich hier noch was. Nee. Hier, nee. Hier. Nee, warte mal. Enrichment Chamber, wo habe ich denn das hingestellt? Ah, nee, da steht jetzt gerade, hier. Der Crusher. Der hat jetzt auch gerade nichts mehr zu tun, weil ich glaube, die Saplings sind ihm ausgegangen. Müssen wir neue Saplings suchen? Dann nehmen wir hier mal die Diamond Saplings. Kriegt er die auch zum Reinschmeißen? Die schmeiße ihm die anderen auch gleich mal vor die Füße. Denn hier produzieren wir jetzt wie bekloppt Biofuel. Befindet sich hier drin, haben wir 30.200 schon. Um die Pflanzenproduktion dann voranzutreiben, weil ich dachte, ich mache das ein bisschen automatisierter, damit kriege ich die Saplings auch weg. Klar, kostet auch natürlich Energie wieder, aber wir sind hier aktuell ganz gut aufgestellt, würde ich sagen, vom Energiestand her. In der letzten Folge war ja auch mal der Plan von diesen Resource Hawks, da muss ich mich noch ein bisschen mit informieren. Da habe ich jetzt nicht so viel geschafft in letzter Zeit. Ich will jetzt mal den Hydrogen Tank hier verwenden. Der soll bei Rot reinkommen, okay. Also wenn ich den jetzt hier sag, Hotpot. Funktioniert das irgendwie? Oder brauche ich dafür so Fuel Cable? Schau mal. Wenn ich dich also abbaue, kann ich dich dann. Ne, der nimmt es aber nicht an, schauen. Ja. Sie wird auch ein Lehrer. Output, Input. Output. Stabilage.
scheiße, Transport Pipes oder sowas. Transport Pipes. Item Duct. Items in Redstone Flux. Transfer Fluids. Fluids and that's Transport Items. Item in Redstone Flux. Transfers Redstone Flux. Fluid Duct. Wenn wir so ein Fluid Duct haben, wo ist denn jetzt wieder das Fluid Duct? Harden Fluid Duct, Fluid Duct. Nee, hä? Fluids? Da kommt Fluids rein, okay. Ist jetzt der falsche Tank, den ich hier down nehme? Scheint so. Checked on. Also mit dir jetzt genau darüber platziere. Irgendwie muss doch das Gas von da nach da kommen. Jetzt einmal ehrlich, das kann doch nicht sein. Strict Input off. Ich will doch bloß Gase haben. Na gut, dann lassen wir das erstmal, ich war fast vergessen. Wir haben hier hinten, ja. Wo ist denn das jetzt hin? Applied. Dann haben wir hier die Inscribed Calculator. Ich glaube, es war die. Die ich dafür brauche. Raxumus heißt Mates Advancement Nerd. Und ich glaube, das haben wir ja gebraucht, weil wir dann. Die 4K-Platte gebraucht haben. Und dafür brauchten wir das mit. Genau, mit Inscribed Calculation Press und Pure Nether Quartz. Aha, schau an. Da können jetzt welche gemacht werden, schau an. Wahrscheinlich, wenn ich mir die jetzt nehme, macht er mir hier draus gleich die Dinger. Von dem 1K habe ich ja schon einige. Also hier habe ich jetzt die 4K-Dinger. Und wenn ich dann hier gucke, wo ist denn 4K wieder jetzt gewesen? Jetzt finde ich es wieder nicht. 4K? Ich glaube, ich kann noch einen 4K machen.
Jawohl, bitte. Zwei 4K-Dinger hätten wir schon rein theoretisch. 4000. Ist zwar nicht viel noch, aber wir können es auf 64.000 erhöhen und alles drum und dran. Das ist ja möglich, weil ich glaube, nach 4K kommt schon 64. Nee, da kommt 16K erstmal. Da brauchen wir auch wieder Calculation Press. Also läuft es jetzt eh erstmal nach demselben Prinzip. Wir brauchen ganz viel von diesem Pure Zeug wieder, von dem Pure Neverite. Die müssen in den Richmond Chamber gemacht werden und die müssen so produziert werden. Und dafür brauche ich erst wieder Sand, weil ich habe wieder keinen Sand. Kann das sein? Warum ist mir denn schon wieder der Sand ausgegangen? Und jetzt hängt sich das Spiel schon wieder auf. Das ist so toll. So, zack, zack, zack. Und die Enrichment Chamber kann das natürlich dann gleich machen. Da gibt es aber auch Speed und Upgrades und so Zeugs. Speed. Hatten wir nicht von denen schon mal welche? Was ist denn das? Das ist mir schon wieder ausgegangen. Aber wir haben ein Speed Upgrade. Dann sind die nicht schneller in the making. Wir können jetzt in dem Fall zum Beispiel noch mehr von denen printen. Dann haben wir nachher schöne, ganz viele 4K-Teile. Und aus den 4K-Teilen können wir dann 16K machen. Und aus einem 16K machen wir 64K. Und dann, dann läuft das. Aber ich habe auch Osmium eigentlich irgendwo noch. Osmium. Ich wollte eh noch mal ein paar Osmium-Ingots machen. Ja, ich mach's immer noch auf die Weise. Ich weiß, es ist nicht gut, aber ich mach's trotzdem, weil ich kann. Dankeschön. Die Maschinerie hier läuft die eh volle Wäsche. Nope, nicht Sand. Lass den Sand raus. Nimm die das Osmium und brenn das durch. Da wäre ich dir gerade viel verbundener, wenn du mir das Osmium einfach durchbrennst. Dann kann ich davon noch ein bisschen nachproduzieren einfach. Das Casing machen wir rein. Das Cell machen wir weg. Habe ich da nicht schon Speed Upgrades? Ne, das sind andere Speed Upgrades. Ach, die Ingots habe ich gemacht, genau. Und das Osmium kann ich dann hier unten in die Liste mit eintragen. Und dann brennt das hoffentlich auch durch. So. Dann schicken wir das nochmal an den Crusher. Dann hier schon wieder Pulverized Eisen gemacht. Dann können wir noch ein paar Speed Upgrades in das Ding reinhauen und danach ein paar Energy Upgrades. So. Silicon Dinge muss ich halt auch da mal wieder produzieren. Da werde ich vielleicht ein paar Advanced Scribe einfach machen, um dann das Zeug relativ gut machen zu können. So, weil aktuell tun wir hier ordentlich pressen. Vielleicht nehmen wir doch euch erstmal raus. Da haben wir 16 Stück von denen schon. Beziehungsweise 17 Stück. Hier so Speed Upgrades reinhauen? Ne, das ist dann was anderes wieder. Wir brauchen einen Redstone auf jeden Fall mal. Ah ne, das war das andere. Das ist Suit Covered. Dankeschön. Und dann brauche ich ja wieder Engineering. Die Gold-Plated brauche ich dann ja wieder. Wenn ich jetzt gerade nicht komplett doof bin.
Vielleicht können wir noch ein paar Advanced Inscribers auch machen. Das wäre natürlich noch geiler. Advanced Inscribers. Ja, wir müssen nur ein paar von denen machen. Die machen, produzieren wir egal. Ein paar von denen hier. Haben wir schon mal einen? Und jetzt brauchen wir für den Advanced und für den hier noch in der Enrichment Chamber. Metallic Infusion Asher, da kann ich auch mit dem Merlin-Zeug machen und alles. Zum Glück habe ich ja diesen Zeug hier. Jetzt kann ich damit einfach mit dem Merlin wieder hin. Haben wir noch 1K hier. So, dann machen wir mal ein paar. Schau mal, habe ich noch ein bisschen Osmium? Osmium habe ich ordentlichen Stack mittlerweile. Jetzt geht die Produktion ab hier, Leute. Stück. Jetzt sehen wir nur noch wieder Pistons, wie schön, ne? Sticky Pistons. Ich mag Inscriber, die sind toll. Ja, die kriege ich gleich noch. Okay, dann sollte das ja gleich kein Problem sein mit 18 Stück von hier. Dann kann ich ein großer ja hoffentlich automatisieren, kann ich das dann auch erstmal der Vergangenheit angehören, aber dann kann ich alles sozusagen pressen nebeneinander und gleichzeitig und umeinander. Dann hat sich das auch erledigt. Da 32 Stück davon sind natürlich schon mal geil. Ich werde diese Advanced-Dinger machen. Stück, das sollte fürs erste reichen. Dann kann ich das alles abbauen. So. Die Hopper wir zurück ins System bringen. Der Inscriber kommt auch ins Lager. Und jetzt kommt die neue Technik. Die müssen wir allerdings irgendwo platzieren, wo ich Platz habe. Also wir können natürlich schon hier sagen, okay, wir tun jetzt... Ach, machen wir es auf das Erste. Pass drauf. Und dann brauchen wir noch die Cables. Die Kabilotten, die ich da habe. Ein paar MI-Cables. MI-Cables, warte, da sind sie. Die sollten jetzt Energie haben. Und jetzt kann ich wieder auf Applied Energistics hier wechseln. Nee, au. Applied. So. Wenn ich jetzt auf Applied wechsle, dann habe ich doch irgendwo hier sicher diese Silikon. Schauen wir einfach mal hier. Inscriber Silicon Press und natürlich Silikon. Inscriber Silicon Press. Kommt erstmal hier rein. Dann haben wir ein Scrubber Engineering. Das ist eine Silicon noch. Jetzt gucken, wir brauchen natürlich dich hier noch. Und du wirst mit einem Engineering Press gemacht. In der ersten ist es jetzt die Silicon, dann ist hier die Engineering drin, dann kommt hier die Calculation rein. Dann brauche ich im Grunde ja nur noch Silicon. Kann das hier reinhauen. Dann schauen wir nochmal genau. So geht es mal. Oh. Fragt mich nicht wieso.
Und die werden mit Diamanten gemacht. So, ich brauche Diamonds. So. Hier wissen wir ja, was reinkommt. Unsere guten Freunde von hier hinten. Und dann werden die alle schön gepresst. Dann können wir 1K und 4K und was da gucken, was alles Case. Alle Case sozusagen produzieren. Jetzt doppelt, jetzt mache ich doppelt A. Applied Energistics. Jetzt brauche ich die 1K-Formel erstmal wieder. Einfach brauche ich die mit Gold, okay. Und die Gold werden mit einer Instrumental Logic Press gemacht. Zum Glück habe ich die auch. Dann brauche ich noch Gold. Aber Gold ist jetzt nicht unbedingt das Problem bei uns hier. Vielleicht bauen wir hier eine Kiste hin, wo ich einfach von allem, wo so 1K immer reinhauen kann. Man sieht natürlich schon, es wird alles ordentlich produziert. Jetzt kann ich zum Beispiel die hier nehmen und dann einfach sagen, okay, ich tue die hier oben rein. Jetzt will ich auch nochmal gucken, wie ich Silicon kriege. Silicon. Silikon. So, jetzt habe ich es. Durch Surtis Quartz oder durch Nether Quartz Dust. Cross Quartz. Quartz. Just melt, okay. Also muss ich einfach Quartz in diesem Fall crushen und schmelzen. Sozusagen. Um Silikon zu erhalten. Dann lassen wir das hier mal schnell ein bisschen brennen. Wie gesagt, wir können uns ja nachher hier auch einen Ofen aufstellen. Das ist ja nicht die große Sache. Jetzt haben wir noch 8 von denen. Jetzt tun wir noch 17 von denen schnell pressen. Add applied wieder. Dann brauche ich so ein Schnellauswahlsystem. Das ist ja noch voll geil. Und dann muss ich diese 1K-Formel machen. Aber die immer im Inventar liegen. Okay. Verstanden. Die lagen immer im Inventar, deswegen ging das nicht. Aha. Jetzt habe ich ein paar von denen. Danach gibt es die 4K-Teile und die müssen so produziert werden dann. Jetzt haben wir 5 5K und wir brauchen 9, um eine 64K zu machen. Jetzt tun wir das alles mal ins Inventar, aber ich glaube, das ist gar nicht doof. Wenn es eh gut funktioniert, dann haben wir das ja alles unter Kontrolle. Haben wir hier noch ein paar. Die können wir eben gleich zustecken, der ist eh fast voll. Hier sind auch ordentlich gepresst worden. Silikon würde gerade produziert für uns. Ist schon eine ordentliche Menge auf jeden Fall da. Das ist auch gut. Bedeutet, wir können hier wieder die Silikonformen produzieren lassen. Jetzt haben wir von den Golddingern natürlich noch ordentlich was. So, und dann. Das Vorteil ist ja, dass wir jetzt tonnenweise von dem Zeug produzieren können. Was haben wir die Dinger denn nochmal gebraucht? Die Silber, Gold. Warum habe ich so viel Diamant jetzt gemacht? Blöde Frage. Für was brauche ich die dann wieder? Schau mal, was brauchen wir für eine 64K? Brauchen wir die 16K-Teile, immer dasselbe und ein bisschen Glowstone Dust.
So, die 16k dann hier. Was sind das denn? Das sind dann Special Component. Und für die wollen wir auch Glowstone. Und das sind die 4k-Teile. So. Jetzt haben wir hier natürlich wieder ein paar von denen. 30 Stück von den goldenen. Je mehr wir von denen natürlich haben, desto besser ist es. Wir haben immer noch hier 50 drin. Merlin oder wie das heißt? Willen. Menlin. Okay. So. Dann tun wir das wieder ins System rein. Applied. Gut, dann. Der ist fertig. Ja, das passt auch gerade so gut. Die oben pressen auch ordentlich. Warum konnte ich jetzt vorhin zum Beispiel keine 1K-Angelegenheiten mehr produzieren? Das ist eine gute Frage. Genug hätten wir auf jeden Fall. Dann schauen wir doch mal, ob wir noch, wie viel wir jetzt gerade noch pressen können von den 1K. Ich habe noch ein paar Logics. Produziere noch ordentlich nach. Von daher ist das ja alles noch im grünen Bereich. Und fülle ich einfach hier auf. Produziere wie bekloppt nach. Und kriege hier gleich die nächsten. Die ich außenrum platzieren kann. So. Gut, jetzt habe ich davon nochmal einen ordentlichen Haufen. Gut. Dann machen wir das jetzt zu 4K. Das war die größere Variante hier. So, warte mal. Ja, da war was. Gut, davon habe ich jetzt auch 7 Stück. Leute, 12. Als nächstes haben wir die 16K. Ist jetzt das Wetter ausgegangen, oder was? Oder die Glowstone? Glowstone. Wie bin ich bis jetzt an Glowstone gekommen? Aha. Einfach eine Chest. Doppelchest schnell. Wir nehmen einfach schnell so eine Chest. Auch ich würde einfach gucken. Ich habe ja noch ganz viel Mulch und so Zeugs auch noch. Das war jetzt wieder zurück ins System rein. Nicht in die Kiste. Mein Gott, ich wollte ins System rein pumpen. Ich habe noch ganz viel Bonsai. Da würden ja 3 reichen. Dann ein paar Hopper. 2 Stück von den Hoppern. Die hinterherkommen, dann ein bisschen was von dem Mulch. Von den Yellow Mulch, den neu produzierten. Dann nochmal trotzdem ein Glowstone Sapling. Wollen nur gucken, dass das funktioniert. Okay. Dann haben wir die Hobbies. Dann die Bonsais. Gewesen, okay. Und dann die. Gut, bedeutet, die wachsen jetzt hier in dem Fall. Und dann kann ich so ein Import-Cable einfach hier hochziehen fürs Erste. Cable. Was ist das Deutsch? Das ist ein Exporter, das ist ein Importer. Deutsch Importer. Das ist noch eine Blacklist. Nein, das war nicht geplant.
So. Dann sind wir nochmal nach Simple. Dann noch ein Stack Upgrade. Noch drei Speed Upgrades offen. Gut. Dann haben wir jetzt aktuell nur ein Glowstone-Problem. Aber das sollte sich ja bald dann schon eher lösen. Ja, Leute, aber ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir haben ja auch wieder einiges geschafft. Wir haben jetzt endlich... Wir sind auf dem Weg zu 64K Plattform und dann können wir mal gucken, wie wir das ganze System aufbauen und auch wo. Vielleicht bauen wir dann oben einen Serverraum oder hier unten einen schönen Serverraum noch hin. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.